Ja, hallo Freunde des Microsoft Flight Simulators. Wir befinden uns in meiner Heimatstadt Stendal und es ist Hochsommer. Und was macht man im Hochsommer? Man fährt ins Freibad, ins Waldbad. Waldbad Wischer kennt jeder in Stendal. Aber wir fahren nicht mit dem Auto und auch nicht mit dem Fahrrad. Nein, wir fliegen einfach mal hin, weil ich habe ein Wasserflugzeug. Icon A5 heißt das Ding. Icon A5. Ja, und das nehmen wir einfach mal und landen mal auf dem Waldsee in Wischer. Ist ja ein bisschen cooler, als wenn man mit dem Auto hinfährt. So, mal sehen, ob ich den Waldsee in Wischer finde. Sollte aber nicht allzu schwierig sein. Sind bloß 10 Kilometer Luftlinie, liegt irgendwo östlich von Stendal. Ja. Ja, vielleicht ein kurzes Wort zu Wasserflugzeugen in Deutschland. Ja, ist ja auf der ganzen Welt ganz normal, dass man Wasserflugzeug fliegt. Kanada, USA und so ist das ja verbreitet. Da fliegen viele Leute privat, landen überall auf den Seen. In Europa ist es größtenteils auch möglich. Ich habe letzten Sommer mal, nee, vor 2 Sommer, nee, letzten Sommer, nee, schon 2 Jahre, ja, ich mal mit einem Sportpiloten gesprochen und er hat gesagt, ja, wir fliegen dann öfters mal nach Polen rüber, weil da kann man mit dem Wasserflugzeug auf jedem See landen, wo man will. In Deutschland gibt es leider das Flughafengebot. Das heißt, man darf mit dem Flugzeug nur auf dem Flugplatz starten und landen und mit dem Hubschrauber auch. Anders geht es nicht. Ansonsten braucht man eine Sondergenehmigung, kommt man sehr schwer ran. Sondergenehmigung gibt es bloß für Rettungshelikopter und ja, Bundeswehr, Dienstflugzeuge und sowas. Als Privatmensch hat man praktisch keine Chance, mal irgendwo außerhalb des Flugplatzes zu landen. In allen unseren Nachbarländern ist das vollkommen normal. Da kann man mit seinem Privathubschrauber vom Privatgrund starten und irgendwo runtergehen, wo man will. Solange man den Eigentümer des Grund und Bodens nicht stört, ist das alles legal. Ich hatte mal eine Bekannte in Luxemburg, da ist der reiche Nachbar, der Millionär, mal mit dem Hubschrauber eingeschwebt. Da war immer mächtig Krach im Dorf, wenn der da ankam, weil es auch eine mächtige Lärmbelästigung war. Gibt es in Deutschland nicht. Sucht hier mal irgendeinen Millionär, der mit seinem Privathubschrauber auf Privatgrund startet und landet, werdet ihr nicht finden. Vielleicht von ganz wenigen Ausnahmen mal abgesehen. Weil das kostet auch ein Schweinegeld, da die Ausnahmen zu beantragen. Also es geht nicht. Flughafengebot haben damals die Nazis eingeführt. Das war damals wohl noch irgendwie, keine Ahnung, während des Spanischen Bürgerkrieges oder so. Da hatten die Nazis Angst, dass das Anfang der 30er auf Deutschland abfärbt und haben dann gesagt, also starten und landen nur auf Flugplätzen. Da wollten sie nicht, dass unreguliert über Deutschland umhergeflogen wird und möglicherweise irgendwelche Rebellen hier nach Deutschland einsickern. Ja, und seitdem ist das gültig und ja, seitdem haben wir in der Bundesrepublik diese schönen Regelungen, dass man praktisch nicht außerhalb von Flugplätzen starten und landen darf. Ja, gut, aber wenn man Wasserflugzeug hat, kann man zumindest auf der Startbahn landen und dann kann man starten und dann kann man nach Polen rüberfliegen und da kann man praktisch auf jedem See dann aufsetzen, wenn man will. So weit geht das alles. Ja, ich nähere mich schon dem Waldbad Wischer. Hier kommt jetzt Hassel, kleines Dorf. Da ist diese berühmte S-Kurve, die man immer fahren muss. Und da hinten sieht man dann schon das Waldgebiet mit dem Waldsee. Ja, hier unten ist die Kurve. Einmal links, einmal rechts. An der Rechtskurve stand früher noch ein hohes Trafohäuschen. Das haben sie irgendwann mal weggerissen. Gut, ich fahre mal die Landeklappen schon ganz raus. Ja, da hinten sieht man schon das Dorf Wischer und davor wird es jetzt schon ein bisschen blau. Da kann man schon den Waldsee sehen, ja. Altes Kiesloch, wird immer noch Kies abgebaut da in der Gegend. Jetzt, wenn die A14 gebaut wird, besonders. Da reaktivieren sie wieder die alten Kiesgruben. Und hier habe ich schon als Kind gebadet. Da sind wir im Sommer nach der Schule in den Sommerferien immer mit dem Fahrrad hingefahren und haben gebadet. Da war der See noch deutlich kleiner, also der ist mächtig gewachsen in den letzten 50 Jahren. Aber was sind schöne Erinnerungen. Ja, das ist schon der Windpark Arneburg. Da bin ich mit meiner Drohne manchmal in der Nähe unterwegs. Natürlich immer mit 100 Metern Abstand zu den Windrädern. Da hinten sieht da schon die Elbe.
Ja, das ist doch schönes blaues Wasser. Ich bin ja übrigens mal mit der Mavic Mini letzten Sommer rübergeflogen. Da ist ein ganz interessantes Drohnenvideo von mir entstanden in meinem Kanal. Musst du was mal suchen, Kanalsuche benutzen. Also in meinen Kanal reingehen und dann oben die Suchmaske, dann sucht er ja bloß im Kanal und dann einfach Wischer eintippen und dann könnt ihr hier den Überflug über Wischer mal sehen. Kleine Insel ist auch interessant, da bin ich mit der Drohne mal habe ich mal angehalten. Ich wollte eigentlich mal landen, aber das war mir dann doch zu riskant. Wenn die Drohne dann nicht mehr abgehoben hätte, hätte ich ein Problem gehabt. Na gut, so, dann werden wir mal Landeanflug machen und in möglichst geringer Geschwindigkeit. Ah, da sieht man schon das Dorf Arnhem. Familie von Arnhem, alter altmärkischer Adel. Den hat das mal gehört. Die haben da auch eine schöne Kirche, Feldsteinkirche, die sicherlich nicht drin ist. Nee. Ja, und hier ist das neue Kiesabbaugebiet. Da ist eine riesige Kiesgrube entstanden, wo die Höhenlinien von Microsoft natürlich mal wieder nicht eingebaut wurden, weil das ist ja was flache Kieslandschaft. Das Ding ist aber mindestens 50 Meter tief. Schon ganz schön heftig. So, okay. So, Schub zurück, Landeklappen sind draußen. Ja, ich hätte wohl von der anderen Seite anfliegen sollen, das finde ich zu schnell. Uiuiui, mal sehen. So, ein bisschen Geschwindigkeit abbauen. Wenn wir mal die Kiste ein bisschen schräg stellen mit dem Seitenruder. Ja, das will er auch nicht so recht. Ich bin noch viel zu schnell zum Aufsetzen, aber wir wagen es mal. Oh, gut. Das hat nicht geklappt.